Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute beehre ich euch mal wieder mit einem wunderschönen Japan-Quiz. Da dürft ihr wieder knobeln und raten, was denn richtig ist und was falsch. Aber zuerst kommen wir mal zur Aufklärung, was war denn letzte Woche falsch? Letzte Woche war ein was falsch und zwar die Tattoo-Maschine, die beim Japan-Quiz vorkam. Die existiert meines Wissens nach noch nicht und vor allem auch nicht in Japan. Und ja, die Japaner sind immer noch ein bisschen zwiegespalten zum Thema Tattoos, also solltet ihr auch weiterhin aufpassen, denn in Onsen dürft ihr immer noch nicht damit rein, außer in den privaten. Ihr kennt es von meinem Vlog. Aber machen wir gleich heiter weiter und stellen gleich mal die Fragen, was es diesmal war, was ist falsch, ihr werdet es sehen. Mal wieder ihr, Jonathan Baum. Wer sich von euch ein bisschen mit der japanischen Popkultur auseinandergesetzt hat, weiß Bescheid, dass Miku aus Vocaloid eine der größten Popfiguren überhaupt dort ist. Von Figuren über Merchandise oder sonstiges gibt es alles von ihr. Natürlich am beliebtesten sind die ganzen Spiele mit der Musik. Es ist schon fast eine eigene Musikrichtung geworden in meinen Augen. Es wird exklusive Musik dafür produziert. Es gibt ganz viel Merchandise im Sinne von Figuren etc. Aber das ist nicht alles. Denn dort in Japan gab es das allererste Konzert, in dem man Miku sehen konnte. Es wurde sozusagen auf eine komplette Leinwand projiziert. Vor Tausenden und Tausenden Menschen wurde das eben dann veranstaltet. Die konnten dann ihre Waifu oder beziehungsweise ihr Vorbild, ihr wisst schon, was ich meine, anfeuern und mit ihrem wunderschönen Samurai-Klöbeln rumwedeln. Und ja, hat die gefreut und ich find's krass, dass es sowas gibt. Und bevor unnötige Kommentare kommen, ja, ich wäre auf so ein Konzert gegangen. Aber genug davon, ich würde sagen, wir schauen uns gleich mal Geschichte Nummer 2 an. Ist das wahr oder falsch? Ihr dürft es entscheiden. Und jetzt alle sanft Betuchten und Minderjährigen mal kurz die Augen zu halten, denn die nächste Geschichte handelt von dem Penispark. Ja, es gibt einen Penispark, in dem die Fruchtbarkeit gehuldigt wird und es verschiedene Skulpturen gibt von Penissen. Das ist einfach, obwohl die Japaner eigentlich sehr brüde sind, da die Auslebung der ganzen Geschichte, dort kann man sich mal frei darüber unterhalten. Und wie gesagt, huldigt man eben wirklich der Fruchtbarkeit, denn das ist ja eins der wichtigsten Dinge überhaupt. Also, falls ihr mal dort seid, wisst ihr Bescheid, nächster Familienausflug, Familienkarte, direkt in den Penispark und mal schön entspannen und bloß nicht hängen lassen, aber ihr wisst schon, nächstes Thema. In Japan wird ja das Neujahr immer sehr, sehr groß gefeiert und da gibt es immer Leckereien, wie zum Beispiel Mochi. Nein, ich meine nicht das Mochi, ich meine das andere Mochi. Das Mochi. Das klassische Mochi ist ja ein Reiskuchen und das gibt es sehr, sehr oft in Japan um die Neujahreszeit. Und jetzt hat man eigentlich empfohlen, beziehungsweise es wird wirklich dort von der Bundesregierung nennt man das so, ihr wisst schon, empfohlen, dass man einen Staubsauger zu dieser Zeit zu Hause hat. Denn es gibt in dieser Jahreszeit immer sehr, sehr viele Mochi-Tode, nennt man das. Denn die Leute ersticken sehr, sehr oft an diesen Mochi-Reisbällchen und um denen vorzubeugen, sollte man einen Staubsauger da haben, der das Ganze dann wieder raussaugen kann. Das klingt schon ziemlich krank, aber lieber so als ganz viele Tote. Übrigens, ausreichend trinken hilft auch sehr gut, habe ich gehört. Naja, was meint ihr? Sind die Geschichten wahr? Welche sind falsch? Und so weiter. Das seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe auf ganz viele Kommentare und bin gespannt, was ihr schreibt, ihr kleinen Schlingel.